Wir haben jetzt ziemlich kurz vor Feierabend oder kurz vor Tageswechsel. Und euch studiert, muss ich jetzt mal klipp und klar sagen, das wird für euch auf der FAA in Freiburg ein Nachschauer haben. Ihr fresst Steuergelder auf, ihr kriegt eure Gehälter, ihr habt Firmenwege, ihr habt Büroräume, die von Steuergeldern bezahlt werden. Und euch, Junge, klipp und klar, werde ich jetzt mal sagen, ich erkläre euch den Krieg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wolf Info Aktuell. Herr Edgar Engist hat Anfang diesen Monats Post von der Polizei bekommen. Hierin wird ihm mitgeteilt, dass gegen ihn ein Ermittlungsverfahren geführt wird, was die Beschuldigung, Beleidigung gemäß § 185 StGB, Sprachnachrichten auf dem Bereitschaftshandy Wolfsmonitoring der FAA zum Gegenstand hat. Warum es zu diesen Sprachnachrichten gekommen ist, erklärt der Schäfermeister nachfolgend. Ich wurde am 26. Mai an der Christi der Himmelfahrt kurz vor 19 Uhr vom Herrn, von dem Tierbesitzer hier in Wittenau angerufen, dass bei ihm auf der Weide ein gerissenes Kalb liegt. Ich machte mich dann auf, bin ins Auto gesessen, bin dann die paar Kilometer hierher gefahren von mir. Und bin dann mit dem Eigentümer von dem Kalb hier hinter runtergelaufen auf die Viehweide. Und direkt so 50 Meter hinter mir circa, hat man dann gesehen, wo man den Weideweg runterlief, dass da ein gerissenes Kalb liegt oder halt ein totes Kalb. Die Bauchdecke war auf, hat man schon von da oben gesehen gehabt. Und ja, und wo ist das gelegen jetzt? Direkt da unten, wo der Pfahl steht am Eck dort, wo der Graben rumgeht, gerade so circa 4-5 Meter oben dran. Mhm, okay. Und das Kalb hat man auch gesehen in einer hohen Ätna Gras. Es ist von hier etwa 30 Meter darunter gezogen geworden. Und die dann eine Kuh stand nebendran, hat mit der Nase immer bewegt, das Kalb wieder zum Aufstehen zu animieren oder zu bewegen. Und es ging halt nichts mehr, dann sind wir runter. Dann war ich selber mal geschockt, wo ich das Kalb angeschaut habe. Da war die ganze Bauchdecke aufgerissen, die Innereien waren draußen. Auf der linken Seite war der Unter- und Oberkiefer angefressen und die Zunge war zum Teil auch halb rausgefressen an dem jungen Kalb. Ich bin dann hingegangen, habe mein Smartphone genommen, Fotos gemacht, ein Stück aus 6 Fotos von dem veränderten Kalb. Habe das dann so circa gegen 19.30 Uhr am 26. Mai an die FAA geschickt. Habe ich nachher so 20 Minuten, etwa 15, 20 Minuten, nachdem die Bilder angeschaut worden sind, bei dem Bereitschaftsdienst angerufen. Dann war der Anrufbeantworter dran. Guten Tag, Sie sind verbunden mit dem Bereitschaftstelefon des Arbeitsbereiches Lux und Wolf des FAA Wildtierinstituts. Nach dem Signalton können Sie eine Nachricht aufsprechen, über die wir umgehend informiert werden. Bitte nennen Sie uns hierbei den Grund des Anrufes, den Standort der Beobachtung sowie unbedingt Ihren Namen und Ihre Rufnummer. Wir sind aktuell täglich auch am Wochenende zwischen 8 und 18 Uhr erreichbar und melden uns innerhalb dieser Zeit bei Ihnen zurück. Todfunde und Rissmeldungen von Nutztieren werden schnellstmöglich bearbeitet. Sollten Sie nach 18 Uhr tote Nutz- und Wildtiere auffinden, fotografieren Sie diese am Fundort und stellen Sie den Tierkörper über Nacht an einen kühlen, geschützten Ort sicher. Wir melden uns am Folgetag umgehend bei Ihnen zurück. Vielen Dank für Ihren Anruf. Ich habe nochmal eine Sprachnachricht nachgeschickt an die FAA. Die ist da gerade hinterm Edener Berg zu Hause in Freiburg, also ein paar Kilometer von hier. Und habe die dann einmal gebeten, mal eine Rückantwort zu schicken oder mich mal kurz anzurufen, wie mir jetzt hier mit dem gerissenen Kalb vorgehen soll. Wir waren bis um 23 Uhr nachts, von kurz nach 19 Uhr bis um 23 Uhr hier unten gestanden, wo das Kalb gelegen war, das gerissene. Und habe ich halt nachts um 12, halb eins nochmal zwei Sprachnachrichten rausgehabt, weil ich war so wütend, dass man dann so verlassen hier steht, als zweiter Tierhalter bei einem extremen Notfall. Wir hier in Norddeutschland haben leider bereits einige Jahre Erfahrung mit blutigen und tödlichen Angriffen von Wölfen auf Weidetiere. Viele Tierhalter kennen daher mindestens eine Person,
die Sie im Falle eines Weidetierrisses anrufen können und die Ihnen mit Rat und Tat, aber auch emotionaler Unterstützung zur Seite stehen. Im Ländle in Baden-Württemberg sind nun die Wölfe auch angekommen und treffen auf unerfahrene und unvorbereitete Weidetierhalter. Obgleich wirklich vorbereitet, kann man auf dieses furchtbare Ereignis als Tierhalter nie sein. In diesem Fall wird also ein Riss außerhalb der Sprechzeiten der für die Rissbegutachtung zuständigen Stelle entdeckt und der Tierhalter ruft diese zuständige Stelle an. Anhand der Bandansage des Wildtierinstituts der FVA kann man mutmaßen oder zumindest hoffen, dass sich auch die FVA noch in einer Lernkurve befindet. Die Anweisung, dass nach ausreichender Fotodokumentation des toten Tieres dieses über Nacht an einem kühlen, geschützten Ort zu verwahren, stellt jeden Weidetierhalter vor eine schwer lösbare Aufgabe. Eine tote Katze mag man in den Keller legen können. Bei Pferd oder Rind sieht das im Sommer schon schwieriger aus. Ist das Weidetier aufgerissen und liegen Gedärme draußen, ist es für den ohnehin unter extremer Belastung stehenden Weidetierhalter eine emotionale Zumutung. Der Anblick des Transports eines toten, aufgerissenen Weidetieres mit hängenden Därmen mit einem Frontlader durchs halbe Dorf zur Hofstelle kann auch bei Passanten zu extremen Reaktionen führen. Ein wesentlicher Teil der Rissbegutachtung ist das Suchen und Dokumentieren von Spuren des Verursachers des Übergriffs am Ort des Geschehens. Wird das tote Tier, wie hier verlangt, an einen kühlen und geschützten Ort verbracht, sind sämtliche Spuren durch das Transportfahrzeug am Tatort dahin und somit eine gewissenhafte und vollständige Begutachtung nicht mehr möglich. So bleibt hier die Hoffnung, dass das Wildtierinstitut ihr Prozedere im Sinne einer ergebnisorientierten Rissbegutachtung nachbessert. Gegebenenfalls hilft hier der Dialog mit den zuständigen Stellen in den Bundesländern, in denen die Wölfe schon länger die Rissbegutachter beschäftigen. Das war Wolfinfo aktuell. Wenn Ihnen unser Video gefallen hat, hinterlassen Sie uns doch bitte einfach einen Daumen hoch oder Sie abonnieren uns, dann verpassen Sie keines unserer weiteren Videos. Als denn, passen Sie auf sich und wenn Sie haben, ganz besonders auf Ihre Tiere auf.